desynchronisiert. Scheiße. First objective. Please dismantle the drop pod. The resulting materials will be repurposed to construct a habitat and utility base, from now on referred to as the hub. Note, Fixit Incorporated is cost effective and efficient. We do not waste. Ja gut, das mit dem Intro hat sich ja schon mal erledigt, weil die Welt von meinem guten Kollegen Xaron geleitet wird, den ich noch nicht mal auf der Karte sehe, doch da hinten. Somit bin ich jetzt aber direkt hier auf dem Planeten gelandet und ja, normalerweise gibt es so eine schöne Geschichte mit dem Absturz und so weiter und was man hier zu erledigen hat, aber naja. Fällt diesmal weg. Und damit herzlich willkommen zu Satisfactory. Initial scans reveal properties in the flower petals. Further analysis required. Ist so Blütenblätter, sondern habe ich die Info bekommen. Ja, ich such dich. Also wie gesagt, ist bei mir gab es kein Intro. Ja gut. Nein, läuft das also wirklich nur vom Haus aus. Naja. Bring einfach ein paar Blätter mit auf dem Weg zu dir. Jo. Ich warte hier auf dich. Ja klar. Ich weiß noch nicht, was ich für Tiere mitbringe, ne? Auch gut. Ja, warte. So. Worum geht's in diesem Spiel? Magst du mal was erklären? Ja gut, also wer vielleicht Factorio kennt, der kann schon vorstellen. Mario, lebst du noch? Noch ja. Also, wer Factorio vielleicht kennt, der kann sich wahrscheinlich vorstellen, worum es hier in dem Game geht. Ist quasi so eine Art Factorio 2.0, aber nicht aus der Vogelperspektive, sondern halt, ja, First Person. Ziel ist eigentlich, alles Mögliche zu automatisieren. Vom Abbau von Erzen, Eisenerz zum Beispiel, zur weiteren Produktion oder Umwandlung in Eisenbarren. Und dann produzierst du daraus wieder Eisenplatten oder Eisenstangen und keine Ahnung, da kannst du später Fahrzeuge bauen. Große Fabriken halt bauen und das wird richtig komplex später. Das ist einfach kurz dazu. Ich muss dich mal ganz kurz unterbrechen. Ja. Als wir vorhin das getestet haben, ja, und ich das Hub auch noch da stehen hatte, konntest du da irgendwas machen? Vorher? Wenn ich die Schnelltasten habe, zum Beispiel F drücken oder so, ich kann nichts machen. Ja, das ist ein Anzeigefehler für den, der dann joint, habe ich gemerkt, ja. Okay, dann. Ich kann nur abreißen aktuell und einsammeln. Ja, dann mach mal. Willst du nicht abbauen? Ja, ich kann ja nicht abbauen. Oh. Ich weiß nicht, ob das gleich geht, aber. Also ich hab das abgebaut. Willst du das Ding dann aufbauen? Ich, jetzt hab ich hier was. According to Fixit regulations, every pioneer should have access to a means of defense against extraterrestrial threats. Reicht nicht. Third objective. Das war der Kollege, der hier war, der. With the resource scanner to find iron. Note. The acquisition of iron is considered essential in preparation for all future objectives. Ja, wo wollen wir bauen? Uns geht's ja in erster Linie jetzt nicht um Schönheit, sondern um Effizienz. Ja, wir brauchen natürlich erstmal wirklich sehr viel Ressourcen. Ich würde sagen, die ersten Sachen erstmal automatisieren und dann vor allem erstmal erforschen. Oh. Und später, wenn wir wirklich in Ressourcen erstmal schwimmen, können wir auch Schönheit bauen. So, komm her, du scheiß Mistig. Es sind zwei, ne? Jetzt werde ich angegriffen. Ah, hab ich jetzt noch gemerkt. Ein Schlag vielleicht noch. Der war draußen. Den haben wir. Ja. Den haben wir auch. Hier haben wir einen Alien-Panzer. Ich wollte mal Alien-Panzer. Ich würde eigentlich. Ja, würde ich bauen. Wo ist es am flotzen? Ja, wollte ich gerade gucken, weil das hier ist alles ein bisschen. So einen Berg abhang. Kannst eigentlich direkt hier Blätter aufsammeln, ne? Ich habe schon mega viele Blätter aufgesammelt. Die brauchen wir später. Das war sehr viele. Ich guck mal gerade hier runter. Moment. Ja gut. Wie weit geht's denn da runter? Was gibt's denn hier unten? Gibt's Stein. Wir sollten das abhängig davon machen, was so in der Umgebung an Ressourcen gibt, ne? Ja gut. Wir brauchen gerade ziemlich viel Eisen am Anfang, oder überhaupt Eisen. Oh, ich wurde runtergestoßen.
Du machst das schon. Oh. Wow. Wow. Ja, ich glaub nicht. Au. Hab ich dich getroffen? Ja. Das Vieh ist down. Ich kann den Panzer nicht. Was? Noch eins! Oh. Ja, cool, ich hab zu schnell auf dem. Ja. Ich bin unterwegs. Scheiße. Wir gehen ja schon mal gut. Das war nicht geplant, das war echt nicht geplant. Sag mal, komm hier noch ran. Moment. Sag mal, komm ich da ran. Ist so eine Schnecke. Imperium, ja. Ich komme nicht an die Strecke ran, weil die da immer eingebaut ist. Sag mal, wir wollen eigentlich aufnehmen. Immer so in 20 Minuten folgen oder durchgehen? Ich würde durchgehen. Kannst du ja am Ende schneiden. Ja, gut. Ist doch am besten, oder nicht? Ja, gut. Sag du es, wenn das andere für dich besser ist. Ich stimme mich da noch dir, oder? Also 20 Minuten wäre schon angenehmer zum Schneiden, aber die Unterbrechungen sind immer dabei. Ja, das ist halt gerade ein bisschen doof, ne? So kann man einfach spielen. Ich bin gleich da. Ja. Also das hier ist tatsächlich keine, kein Stein, sondern das Katerium. Ja, das habe ich auch schon gemerkt. Und ich weiß nicht, was man damit macht, ne? Weil die grundsätzlichen Ressourcen, die man braucht, was ich ja schon getestet habe, ne, war im Vorlauf, ist eigentlich Eisen, Kupfer und Stein. Und dann halt die daraus. Wie kriegst du meine Kiste? Ja, das geht anscheinend nicht, wenn du stirbst auf so einer Quelle. Weil ich kann den Panzer hier auch nicht aufnehmen. Bitte, da liegt auch auf. Da drin ist mein. Den kann man später wieder bauen, also tragisch ist es jetzt nicht, aber. Das ist gerade extrem scheiße, weil da ist mein Teil drin. Ja, das kann man bauen. Warte, ich mach gerade. Nein, ich mach die Kiste nicht kaputt. Was ist denn auch, wenn ich die Kiste kaputt mache? Ja, ich weiß von mir auch das. Warte, wie hast du dich gerade so hingekniet? Das war höchstens automatisch, ich hab nichts gedrückt. Machst du auch gerade. Okay. So, also Scheiße. Wie gesagt, genau. Ich würde mal sagen, in der Nähe von unserer Basis brauchen wir Eisen auf jeden Fall und Kupfer. Ja, ich wollte nur gucken, was hier unten auf uns wartet. Ja. Mal gucken. Wir sammeln. Da knurrt irgendwas an. Ich fließe immer weiter runter. Ja, ich merke das. Das sieht ganz nett aus hier unten. Vielleicht bauen wir auch hier unten? Die Frage ist nur. Ja, wie gesagt, ich würde das davon abhängig machen, wo hier die Ressourcen sind, ne? Oh. Schwefel! Ich bin gleich tot, Michi. Ja. Ich kann mich nicht wehren. Ich werde gerade auch. Ich bin auch gleich. Wollte ich damit sagen. Wie viele sind noch hinter. Oh, es sind noch zwei. Wir haben drei insgesamt. Also einer ist. Ja, der nächste ist hier. Ich habe noch zwei Leben. Ich habe noch drei, aber ich habe keine Waffe. Ja. Ich krieg den grad nicht. Ah. Okay. Du hast noch einer? Sorry, das war keine Absicht. Sehr schön. Alle tot. So. Also hier Schwefel. Ich weiß tatsächlich nicht, wofür man Schwefel später braucht. Und hier ist sogar zweimal groß Schwefel. Oh. Nein. Nein. Nein, 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 nein! Ziehst du die immer an? Ich weiß es nicht. Ich würde mal duschen gehen, ne? Danke. Vielen, vielen Dank. Oh.
Der backt durch die Ressourcen durch irgendwie. Durch die... Hier sind sehr neblig hier unten, ne? Ja, hier würde ich auch nicht bauen. Würde wieder hochgehen. Gut, ich gehe nochmal weiter, ne? Ja, danke. Dass du mich was soll ich denn machen? Ja, er ist tot, alles gut. Ohne Waffen kann ich eh nichts ausrichten. Also, wir müssen eigentlich erstmal schauen, wo es Eisen gibt. Eisen ist das A und O. This consumable possesses minor healing properties. Ich glaube, mal quer durch die Botanik. Der Nebel ist das. So. Jetzt bin ich hier mal hoch, bitte. Sag mal, Spiel, willst du mich gerade verarschen? Was ist denn los? Ich hab mich verbuggt. Ich kann mich nicht bewegen, ne? Ey, und ich kann dich nicht töten. Ja. Ja, und jetzt? Ja, ne? Also, wie geht's dir so? Wenn du das so fragst. Wo bist du denn? Ja, schau auf die Karte. Ich bin hier an so einem Fluss. Mal gucken. Also, ich gehe wahrscheinlich jetzt drauf. Ja, ich gehe definitiv drauf. Oh, dann okay, ich lebe noch. Also es soll für den Anfang relativ gut, muss ich sagen. Ja, total flüssig, bugfrei. Kannst du mir... ja. Ich versuche dich gerade hier irgendwie rauszukicken, aber... Ich sehe dich gerade gar nicht. Alter. Ja. Kann mich absolut nicht bewegen. Ich hab da ein Problem. Scheiße. Also ich bin raus. Ja, weil ich dich getötet habe, toll. So, mal gucken, ob ich jetzt da hin kann. Vielleicht liegt da auch das Teil drin, ne? Das wäre sehr geil. Komm auf jeden Fall nicht raus. Ich hab jetzt zwei Todeskisten. Ja, das heißt in der anderen ist immer noch dein Teil drin. So eine Scheiße. Ja gut, also, vielleicht machen wir auch einfach mal einen Neustart auf der Map. Also. Wir haben jetzt mit nichts angefangen, von daher haben wir auch nichts zu verlieren. Sag mal, Mario. Ja. So als Idee, ne? Nehmen wir nochmal neu auf. Nö, ich lasse das mal schön. Wir machen nur einen Neuanfang. Ja, wie soll ich hier jetzt draufkommen? Wir müssen komplett neu aufnehmen. Also eine neue Map. Also machen wir doch nochmal komplett neu, ja? Ja, aber. Ja, ist. Ja, wir machen die andere. Aber ich verwende die Aufnahme halt trotzdem. Wir nehmen aber die andere Map, oder? Was? Nein. Ich mag die voll. Ich jetzt gerade gar nicht. Und schon sind wir raus. Das heißt, du bist jetzt auch im Hauptmenü? Ja. War ein richtig guter Anfang. Die Sitzung würde ich löschen, ja. So. Neues Spiel, ne? Ja. Skyland. Once only, nördlicher Wald. Schön. Ich kann es nicht Skyland nennen, obwohl ich den Speicher schon gerade gelöscht habe. Ah ja. Du machst gerne zwei. Nee, den habe ich gelöscht, also. Geht irgendwie nicht. Geil. Ja, keine Ahnung. Start Game. Also ich meine direkt neu zu synchronisieren, also fortsetzen, neu spielen, Spiel betreten, laden. So, synchronisiert ist. Geil! Einladung annehmen, accept. Yay! Alles Gute zum Geburtstag! Fahrstuhlmusik _4 MP3 wird geladen.
Alles klar. Text ist ganz nett. Ja, komm. Skip, den kennen wir ja den ganzen Kram schon. Also da, wo wir bauen, würde ich halt abhängig machen, wirklich. Von Ressourcen. Ich hab einen Vogel mit. Ey, ich hab einen geilen Ort gefunden, wenn jetzt hier die Ressourcen wären. Michi. Also, Vögel geben schon mal nichts, ne? Die droppen nichts. Nur damit du schon mal Bescheid weißt. Ja, und? Oh. Er hat gerade eine, ich glaube, eine Pflanze vor. Was? Ich hatte so eine Giftpflanze hinter mir. Auf einmal baut die sich so auf, okay. Und da kommt so Gas raus. Ach, Alter, das gibt's doch nicht. Michi? Ja? Ich lauf gerade mal zu dir hin, es ist möglich, dass ich Besuch mitbringe. Ist das dein Ernst? Das kann ich nicht dafür. Au! Ich hab etwas gefunden. Wie schnell sind die Viecher? Oh fuck. Ich renne! Komm schon, komm schon, komm schon. Hilfe. Hi Michi. Hi. Komm mal mit. Näher dich bitte den Giftpflanzen nicht zu sehr, weil die bauen sich direkt auf und da kommt Gift raus. Komm mal mit. Ja, diese großen Dinger da. Guck mal, hier, das finde ich geil. Geh da nicht zu weit rein. Ah, Schade, du weißt doch vorher. Ich wusste ich nicht. Es ist tot. Was machen wir jetzt? Nächste Frage. Lol, was ist das denn? Was machen wir jetzt? Michi, magst du mal in die Höhle reinkommen? Wenn da immer noch was drin ist, nein. Ja. Oh Gott, das leckt. Ich bin da. Das leckt gerade bei mir. Ich kann gerade irgendwie nichts machen. Du bist im Gift drin, ne? Das weißt du. Wie, ich bin im Gift drin. Hier ist Gift. Ich hab bei mir kein Gift gesehen. Mann, Schaden. Die grünen Wolken, meinst du? Da ist noch eine Spinne hinter dir, ne? Nee, ich bin jetzt tot. Jetzt hab ich das Teil auch verloren, Mario. Danke. Sag mal. Also irgendwie bin ich immer noch für die goldene 3-Regelung. Ne? Also, wie findest du mich? Warte, ich will da rein. Also, bei mir war da kein Gift. Bei mir war Gift, ich bin gestorben daran. Das war eine Scheiße. Ich will einmal nur aufnehmen. Ich nehme das alles auf, und das kommt doch alles in die Aufnahme rein. Schrecklich. Ich habe bei mir jetzt wieder ein extrem langer Ladescreen. Wie sieht's bei dir aus? Also ich bin gerade unterwegs hier. Ja, geil. Habe ich wahrscheinlich denselben Bug wie vorhin. Gut, dann werde ich die Aufnahme jetzt für die erste. Ja, so. Ja gut, passt. Wir haben jetzt 20 Minuten vorbei. Das war die erste Aufnahme. Alles nur mit Problem. Wir sehen uns in der nächsten Aufnahme wieder, hoffentlich, wenn es funktioniert. Bis dann. Ciao. Ist das eine Pistole? Ja, die gibt's im Cockpit. Ich pisse auf die Gegner. Mario, kannst du dich mal bitte darunter legen? Mario, sag einfach ja oder nein. Ja. Achso, das. Du Hurensohn! So, wir haben die zwei Pimmelköpfe hier jetzt abgeholt. Ja, Tanzverbot ist am Start. Zaubern. Die Achterbahn, die geht so ab. Die Stänze mit der Gänse. Oh mein Gott!